Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Prison Architect mit Tyska. Hallo. Wir sind wieder im Let's Play 02 Prison. Jo. Und was geht so ab? Was haben wir letztes Mal gemacht? Ein Haufen Scheiße. Ein Haufen Scheiße? Wir haben Kameras gemacht? Ich sag's mal einfach so. Du sagst es mal so frei. Ja. Da ist kein Zutritt. Nee, ich weiß, weil hier zwei Wände sind da vor. was wurde gesagt? Die Frage hier, war, was wurde gemacht? Was wurde gemacht, stimmt. Hier wollte ich eine Patrouille machen. Warum wolltest du das machen? Damit die gucken können, ob da einer durch den Metalldetektor geht und der dann sagt, da ist Metall. Weißt du? Uschi? Richtig, das wurde nämlich in den Kommentaren vorgeschlagen. Ach Mensch, das tun. Wurde in den Kommentaren jetzt tust du wieder so, als ob du Wissen hast, obwohl das eigentlich von anderen Leuten kommt. Das habe ich ganz alleine herausgefunden. Ja, oder auch nicht. Achso. Meine Katze hat gerade ihr Spielzeug aus durch die halbe Wohnung gebracht. Da war ich so ein bisschen. Du hast halt auch eine Attention Span von 5 Sekunden. Ja, spiel du mal weiter. So, jetzt haben wir hier auch eine Wache, die hier aufpasst. Mhm. Und hier ist Dick, müde. Dick Essen. Ja, aber auf Patrouille. Und es sind immer noch 5 ohne Dings. Und wir kriegen 22 Häftlinge demnächst. Außerdem, das können wir gleich mal machen, wurde gesagt, dass. Wie war das? Die hier. Könnten wir in normale Türen umwandeln. Mhm. Damit die Gefangenen essen gehen können und arbeiten gehen können, ohne dass da eine Wache steht. Mhm. Kann man die Türen denn dann nicht einfach offen lassen? Weil normale Türen werden ja auch nicht verriegelt bei einer. Doch, bei einer Dings werden die auch verriegelt. Echt? Ja. Wurde geschrieben. Das erinnerst du so im Detail? So hundertprozentig im Detail weiß ich das noch. Mhm. Aber ich habe die jetzt alle aufgemacht. Ja. Ne? Weil, kommt, läuft ja dann auf selbe hinaus. Eigentlich schon, die werden ja dann auch wieder verschlossen. Genau, und die können wir dann ja auch bei Arrest oder was weiß ich, einschließen, werden ja alle zugemacht. Wir brauchen bald wieder mal eine Razzia, oder? Schon oder wieder? Wie lange ist eine Razzia schon her? Wie lange ist eine Razzia schon her? Fragen, die wir uns stellen. Ja. Keine Ahnung, wie lange die schon her ist. Können wir ja machen. Bin mir sicher, dass dann unsere Gefangenen dezent angepisst sein werden. 4 haben ernsthafte Beschwerden. Wo könnten wir denn nochmal die Dings sehen? Hier, ne? Bedürfnisse. Bedürfnisse. Alphabetisierung ist hoch. Mhm. Und Schlaf halt. Und Nahrung. Ja gut, Schlaf. Hygiene, Familie, Erholung. Was ist Erholung? Stimmt, wir wollten ja mal einen Gemeinschaftsraum, einen großen Gemeinschaftsraum bauen. Also ich hatte überlegt, den hier einzureißen und das hier in großen Gemeinschaftsraum zu machen. Ja. Wo die dann alle hinlaufen können, wenn wir hier einen Weg durchbauen quasi. Genau, den Weg, da würde ich auch bauen. Dann ist halt die Frage, ob nicht wirklich ein. Ja, von mir aus. Also der eine reicht dann aber. Also wenn der hier so groß ist, ja. Dass wir das alles. Ich glaube nicht, dass der so groß sein muss, weil du. Haben wir da Kameras drin? Nee, ne? Nee. Werden die überhaupt benutzt? Ich habe immer das Gefühl, dass da eh niemand drin ist. Ja, weil wir niemanden sehen. Ja, deswegen frage ich gerade. Weiß ich nicht. Sollen wir da erstmal Wachen reinstellen, um zu sehen, ob da überhaupt was passiert? Nee, mach einfach einen großen. Der muss ja vielleicht nicht so mega groß sein. Ich stehe aber auf mega. Naja. Ach so? Ich mach mal Wände abreißen. Wenn, ich reiß mal kurz die Wand ein. So groß. So groß. Hier, da werden hier Löffel gefunden, ey. Löffel. Löffel. Kannst du denn nicht jetzt den Raum um weiterbauen? Die kümmern sich um den Löffel schon. Aber die kümmern sich jetzt erstmal um die Wand. Vorher kann ich doch nicht weiterbauen. Na, guck mal, wie schnell das geht. So. Hauptsache diskutieren. Dann möchte ich hier die Wand einreißen. Die Wand einreißen und die Wand einreißen. Weil hier kommt ja der Gang durch. Mhm. Dann können sie nebenbei. Ach, das kann ich gar nicht auswählen, wenn die nichts sehen. Oder? Nee, warte mal. Da gibt's doch einen Button. Schau mal bei. Objekte? Objekte abreißen, genau. Dann kannst du den ganzen Inhalt. Nee, einfach so ziehen. Das geht nicht. Nein, no matter. Du hast es doch gar nicht versucht. Da, ich versuch's hier. Klar geht das. Ging nicht. Bin ich mir sicher, dass es nicht ging. Die bauen das noch hier ab. Naja, egal. Ja, es ging nicht. Die Katze dreht durch. Naja. Willst du dich jetzt um deine Katze kümmern oder sollen wir hier ein Spiel spielen? Ich möchte gerne ein Spiel spielen. Gut. Wanna play a little game? Lass doch deine Katze mal in Ruhe. Wenn ich das jetzt hier so mache, ne? Aha.
Das ist ja schon smart. Weil? Ja, lass es einfach smart sein, mal. Für 5 Minuten vertraue mir in dem, was ich mache. Okay? How about fucking no? How about fucking yeah? Yeah. Pass auf, ich habe hier... Kannst du das noch dänischer sagen? Yeah. Ich habe hier das Nonplusultra. Ich muss nur einmal speeden, damit die Leute hier ein bisschen Action machen. Ich hatte auch überlegt, mal ein größeres Lager zu machen. Okay. Aber weil das Lager fast das leer Lager ist? Ist nämlich fast leer. Ja, ne? Das ist jetzt doof gelaufen, ne? Ja, vielleicht ein bisschen. Hm. Egal. Guck mal, das sieht jetzt echt schön aus. Warum haben die das denn hier nicht abgerissen? Das ist, glaube ich, was soll das denn? Ist das ein Grafikfehler? Nee. Nee, die Wand ist da. Mach die Wand weg, Uschis. Da ist auch kein Fundament. Wie hast du denn gebaut? Wie haben die denn gebaut? Das ist bloß keine Fußplatten da. Ja, genau. Die setzen da jetzt eine Mauer hin. Jede Wette. Nee. Doch. Nee, nee. Doch, doch. Nee, nee. Doch, doch. Nee, nee. Doch. Guck mal, 5 Meter. Siehst du? Silence! Okay. Das sieht scheiße noch, aus. Da hier steht oben, noch, ne? Ein Sessel rum. Nee, das sieht super aus. Das sieht scheiße aus. Mach einfach den Raum oben ein bisschen kleiner, das ist eh zu groß. Der hier? Ja. Der muss ja nicht kleiner. Nee, ernsthaft. Du weißt ja, weißt du überhaupt, was ich vorhab? Du wolltest da jetzt eine Mauer ziehen. Ich wollte hier so einen Gang durchmachen. Ja, und dann, was ändert das dann da oben an dem Problem, das wir haben? Gar nichts. Na, okay, dann zieh mal da rein. Soll der eine oder zwei bereit? Zwei. Zwei? Ja. Und dann hier so eine Mauer durch. Mhm. Was ist das da oben so in der Gemeinschaftsraum hier? Vielleicht muss ich hier nochmal so ein bisschen anbauen. Ist ja nicht irgendwie ein bisschen zu schmal? Warte. That's what she said. Warte. Ist da nicht ein bisschen schmal? Ich hatte jetzt überlegt, machen wir hier nochmal so 2-3 Zellen. Wann hast du denn das überlegt? Warte doch erstmal ab jetzt. Ja, aber das war doch der Sinn und Zweck der Sache, dass da eben keine Zellen sind, sondern ein Gang, der die Gefangenen... Jetzt warte doch erstmal ab. Hm. Ich mach dann vielleicht hier oben den Gang. Kannst du das erstmal planen, bevor du das baust immer. Und man, immer muss ich planen vorher. Egal, ich zeig dir das jetzt hier. Okay. Planungstool. Hier... Mhm. Kommen die Zellen hin. Da hatte ich ja eben schon angezeichnet. Ne? Weißt du, so hier. Ja, das erinnere ich. Ist das noch nicht so lange her. Erinnerst du noch? Mhm. Okay, du machst komische Geräusche, du kleines Eichhörnchen. So. So. Gehickst. Ich weiß, dass du gehickst hast. Das habe ich ja wohl gehört. Das ist nicht symmetrisch dann. Ja, sorry. So, hier, Zellen, kennst du ja. Muss ich alle Zellen aufzeichnen? Nein, ich weiß auch nicht, warum du das tust. Sicher. Oh. Sicher. Weil sonst verplane ich mich nämlich gleich. Ja, und ich verstehe es dann nicht. Also so. Hier hinten auch noch. Oh, so, verstehst du das jetzt? Durch, ja. Verstehst du? Das sind die Zellen. Hm? Hier müssen wir nochmal aufmachen. Willst du die Türen vielleicht auch noch einzeichnen? Und die Betten und Toiletten. Hier ist ein Objekt. So, und dann habe ich überlegt, mache ich die Wand hier hin, dann ist die Wand hier weg, die hier unten ist weg, ne? Ja, ich verstehe. Verstehst? Und dann ist das der Gang für den Gemeinschaftsraum. Und dann machen wir den Gemeinschaftsraum irgendwie... Super, du hast jetzt quasi aus den 3 Gemeinschaftsräumen, die wir vorher hatten... eigentlich neue Zellen gemacht. Damit wir noch einen extra Raum bauen können. Ja. Weil? Dann im Prinzip, guck dir das doch mal an, wie geil das aussieht. Kannst du da oben jetzt auch nochmal Zellen machen und dann darüber den Gemeinschaftsraum bauen. What's the fucking point? Der war ja zu schmal. Das wird schießen. Ja, aber überleg doch mal, guck mal. Ich soll überlegen. Tiska. Wenn hier die Wand gewesen wäre für den Gang, dann hätten wir so einen mega schmalen Gemeinschaftsraum gehabt. Das sieht doch nie aus. Das ist aber, weil du falsch gebaut hast. Du hättest ja immer noch jetzt oben anbauen können. Dann hättest du den Gemeinschaftsraum größer gemacht. Das wäre kein jetzt. Unterschied, außer dass wir jetzt nochmal einen Gang bauen und dann nochmal den Gemeinschaftsraum. Ja, das ist richtig. Dann mach doch den Gemeinschaftsraum da, wo jetzt der Sicherheitsraum ist.
Und wo kommt der hin? Ja, das ist genau das gleiche Spiel. Wir müssen eh nochmal einen extra Raum bauen. Finde ich scheiße. Na gut, dann fang doch erstmal an zu bauen, sonst kommen wir eh zu nichts. Also das hier soll der Gemeinschaftsraum werden. Wie sieht das denn aus? Na, der müsste auch größer sein, dann doppelt so groß. Dann hier so. Nee, in die andere Richtung. Bein, so hier. Das wäre dein Gemeinschaftsraum. Ja, das wäre doch nicht schlecht, oder? Ja, ne? Hm. Find ja, ich, ne? Finde ich auch. Musst du dir Bestätigung bei mir holen. So. Ist ja alles geplant jetzt. Mhm. Ist ja alles geplant. Deswegen reißen wir den jetzt einmal ab. Und das reißen wir jetzt einmal ab. Das reißen wir ab. Und das reißen wir ab. Und die reißen die würde ich auch abreißen. In einem Gefängnis Türen abzureißen ist immer eine gute Idee. Scheiße. Ist ja auch noch nicht fertig alles. Ja, wie gut, dass du geplant hast und nicht gleich losgebaut hast. Und den Sicherheitsraum bauen wir dann ein bisschen abseits irgendwie. Das wurde ja auch vorgeschlagen. Genau. So, dann machen wir hier so. Besonders wenn wir später da die Türriegelung oder sowas einbauen. Hörst du mir noch zu? Ja, ich höre dir zu. Red ruhig weiter. Erzähl dann das den Zuschauern. Wurde in den Kommentaren gesagt, wenn ihr die Türsysteme einbaut, dass die ein bisschen abseits von den Zellen auf jeden Fall sein sollten und am besten auch außerhalb des Gefängnisses, dass bei einem Aufstand die Gefangenen dort keinen Zutritt haben und dann die Türen einfach aufschließen können. Genau. Da bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Wird bestimmt super. Weil wir haben ja noch gar kein neues Gelände erkauft, ne? Noch erkauft haben wir noch nichts, ne. Erkauft! So. Pass auf, jetzt lass alles raus. Richtig in Speed. Hm? Und dann gucken wir mal, wie das sich hier oben entwickelt. Hm? Ne? Du bist jetzt mal ganz entspannt, bis das hier alles fertig ist. Speede mal ein bisschen, ne? Ich bin schon hoch. Jetzt, du bist hoch, jetzt kommen neue Gefangene. In einer Stunde, ja. Ja, das hat aber schon rot geblinkt. Geblunken. Geblunken, das macht das 2 Stunden vorher, glaube ich. Hm? Rot blinken, blunken. Ach, guck mal, hier ist Strom eh hochgelegt. Das ist ja cool. Ja, ne? Das war ja vorausschauend geplant hier alles. So wie ich halt bin. So wie du halt bist, ja. Warte mal. Hier muss ich nochmal die Räume wegmachen. Sonst heulen die nämlich rum, die Jungs. Wer ist er eigentlich? Warum hat er einen anderen Anzug als die? Weil er der Chef ist. Seit wann ist er der Chef? Der ist der Sicherheitschef. Der hatte dann sein Sicherheitsbüro, das du jetzt weggemacht hast. Oh. Oh ja, das ist schlecht. Das ist nicht gut. Oh, guck mal, ganz viel Geld für Häftlinge. Vor allem Lieferungen, das ist ja auch nicht schlecht. Die Häftlinge werden geliefert. Oh, das ist schlecht. Das hast du... Oh, das ist schlecht, sagte er. Da reißen wir die Wand nochmal. Das war vorauszusehen eigentlich. Nein. Die kannst du doch bis hinten wegreißen. Ja, aber hier ist er noch nicht gebaut. Dann können die Gefangenen ja einfach abhauen. Ah, nee, können die ja nicht. Ja. Da war ja was. Oh, das ist schlecht. Was schlecht? Weiß ich nicht. Irgendwas ist mit Sicherheit gleich schlecht. Warum machst du die denn jetzt weg? Die musst du auch noch weg. Warum? Weil hier doch der Dings reinkommt, der Raum. Der Dings reinkommt, der Raum? Da unten ist doch ein Gang. Da braucht doch eine Tür, oder nicht? Ja, kriegt er doch noch. Jetzt reißt du die Wand ab und baust du gleich wieder hin, ey. Du bist so ein Experte. Die müssen hier erstmal ein Fundament bauen. Oh, warum bauen die das eigentlich nicht? Was ist denn das für ein Verein hier? Ein Luschenverein ist das. Warum bauen die das nicht und hat es nicht aufgegeben, ey? Was kannst du damit mal bitte aufhören? Das ist männlich. Ja, super männlich ist das. Was ist daran denn männlich? Lass mich bitte einfach in dem Glauben, ja? So, jetzt haben wir hier oben den Gang. Wir sind ja schon fast... Wo machst du jetzt die Wand am hin? Am Ziel. Von dem Raum? Da? Sag ich jetzt mal nichts, ne? Hier so. Wie viele Türen sollen da rein eigentlich? Weiß ich nicht, 2. Wo? Hier so? Ja, 2 Doppeltüren. Doppeltüren? Wie machst du denn Doppeltüren bitte in dem Spiel? Man kann die rotieren. Wo sind denn Türen? Da. Jetzt machst du erst die und dann 2-mal Mausrad drücken und jetzt die. Und dann hast du da jetzt eine Doppeltür. Geil, das, oder? Das geht? Das geht? Das geht? Klar geht das. So, jetzt mal wieder speeden hier. Wir müssen mal fertig werden hier im Puff. Und dann machst du gleich mal eine Kamera dann rein.
Sobald wir wieder ein Sicherheitszentrum haben. Ach ja, wir haben ja keins. Nee. Hauptsache, die benutzen die Türen, während sie durchgehen. Das ist super. So, guck mal, jetzt hier wird das. Das wird wunderschön. Das ist jetzt schon wunderschön. Wunderschön. Wir brauchen noch ein paar Wachen, ne? Warum haben wir eigentlich so wenige? Ich weiß nicht. Was brauchen wir? 30 auf 100 Gefangene ist schon... Ist nicht schlecht, ja. Ist schon vernünftig, ja. Ne? Oh, wir sind neu eingestellt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. So, da machst du jetzt einen Gemeinschaftsraum draus. Ja. Da mach ich jetzt einen Gemeinschaftsraum draus. Mhm. Alles klar. Da oben ist noch irgendwas geplant. Ist da noch keine Wand drin? Doch, das ist nur nicht weggemacht worden. Das ist so wie die Türen hier. Ach so. Die leuchten jetzt grün. Oh, da ist ein Bild. 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 Ja, du bist noch da in dem Modus drin. Bild. Ah. Okay. Schönes Bild. Bist du das? Das bin ich. Das bist du, ne? Das hab ich gleich erkannt, an dem Schnauzbart. An dem man kennt mich aus den Vlogs ja auch, der mit dem Schnauzbart tanzt. So nennt man mich. Der mit dem Schnauzbart tanzt. Tanzt. Dance, dance, dance. Dance. Okay. Dance. Nächstes Mal mit Facecam. Ich wollte gerade sagen. Dance. Wo ist denn jetzt hier der Aufenthaltsraum? Heißt da Gemeinschaftsraum. Du bist überhaupt kein. Das kann man fast nicht lesen. Guck mal, wie klein das geschrieben ist. Das da, ne? Gemeinschaftsraum. Das kann man nicht lesen. Kann man nicht lesen. Erraten muss man das. So, was muss denn so. Ist fertig. Die laufen so rum. Mhm. Was passt, was können wir in so einen Gemeinschaftsraum packen? Billardtisch, Telefon, Stühle oder Sessel, Fernseher, Radio. Breites Sofa. Wie würdest du den einrichten? Du bist ja so die Einrichtungsexpertin. Ich bin Einrichtungsexperte, ja. Hier so eine Sofareihe. Wie kommt man denn da ran? Ein Fernseher, noch hier oben rüber. Ach so. Und Telefone für Mutti. Ich würde da auch überhaupt nicht Platz zwischen lassen, so Personal Space im Knast, ne? Ist eh überbewertet. Die haben da doch diese Abkapselung-Dinger, siehst du das nicht? Hm. Und eine Handelbank. Die kommen nach draußen. Wie? Man darf auch drinnen trainieren. Ach so, na gut. Personal Space. Stinkt doch dann da drin. Ach, das stinkt dann noch gar nicht. Ein Fenster rein. Ein Fenster? Dann wollen die noch nachher noch raus. Ja, aber das stinkt doch sonst. Dann hier hinten nicht gibt's beim ein Fernseher, Fenster. Das blendet sonst. Hier hinten gibt's ein Fenster. Ja, richtig. Hier hinten gibt's noch ein Fenster. Reicht. Reicht, zwei Fenster reicht. Es gibt auch große Fenster, muss nicht zwei nebeneinander machen. Großes Fenster. Nein, nicht beim Fernseher, das blendet. Was ist mit der Mitte hier? Nee, da brauchen wir nicht mehr. Hast du jetzt zwei nebeneinander zwei gemacht. Kleine Fensterchen da. Mein Gott. Ein Sofa hier. Mach gleich so ein paar Stühle hin. Ich glaube, der Psychologe geht dann, wenn er Verhaltenstherapie macht, mit seinen Patienten da in den Gemeinschaftsraum. Und dann braucht er da Stühle. Okay. Ich glaube, das war der Gemeinschaftsraum. Wenn nicht, kann man da auch so Stühle haben. Die setzen sich ja auch sonst gerne mal hin. Machst du einfach so 2, 3, 4, 5 nebeneinander, wie so ein Stuhlkreis. Ist immer recht lustig. Du findest Stuhlkreise also lustig? Stuhlkreis ist lustig, ja. Stuhlkreis. Da fehlt aber einer. So, jetzt ist ein Stuhlkreis. 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 Guck mal auf das Plus, da sind noch mehr Items drin. Oha. 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 Billardtisch. Ein Getränkeautomat? Nee. Ja, so weit kommt's noch. Billardtisch? Ja. Eine Runde Billard. Hier ein Billardtisch. Was hier ein Billardtisch. Denn? Zwei gleich. Klar. Die hatten wir noch. Bücherregale. Das kannst du machen, ja. Die lesen ja gerne. Die Gefangenen? Mhm. Wer denn sonst? Nee, warte mal. Wir machen hier hinten machen wir die Library. Librarie. Was brauchen die noch? So einen Waffenständer? Ja, genau. Das müsste man eigentlich mal testen, was dann passiert. Ladenregal? Nee. Nee, die Sachen haben wir nicht mehr. Ich glaube, das reicht auch, ne? Das ist schon sehr luxuriös. Ein Radio hier hinten noch zum Trainieren. Mhm. Kann man sich auch mal ein Radio anmachen. Guck mal hier, da wird schon gestemmt. Die Eisen werden da schon hochgestemmt. Und im Ende hochgestemmt. So ein Leichenbord. Warum können wir da eigentlich reingucken? So ein Leichenbord. Ich weiß nicht, warum wir da reingucken können. Wegen der Fenster? Ich weiß es nicht. Wollen wir noch bauen? Weiß der Geier. Guck mal, der rennt. Aua, der rennt da oben am Zaun lang. Guck mal, wie die da hingehen. Der geht hin. Zack, geht zurück. Der wird erstmal direkt durchsucht. Und da hinten ist noch einer. Auch. Links. Direkt Häftling durchsuchen, Zelle durchsuchen. Links. Hab ich doch schon. Nein, noch mehr links. Den dann. Nein, links, das andere links, sag mal. Besoffen oder was? Der da? Ja. Der ist doch auf Speed. Ja. Der ist auf Speed, Alter.
Das andere links. Guck mal hier, wie der Gemeinschaftsraum, wie schön der ist. Der ist super, ist der. Wenn die jetzt mal durchsucht hier. Ein paar Kameras rein. Wo ist eigentlich ein Häftling? Weiß ich dann nicht. Der ist entkommen. Nee, wurde freigelassen dann. Oh, die ganzen Sachen, die hier entdeckt werden. Guck mal, er hat ein Telefon gekriegt. Und der wird immer noch nicht entdeckt hier. Da kommt er doch schon. No, 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 no. Was haben Sie denn, Herr Turner? Was haben Sie denn? Krabbel bitte mal die Hose runter. Ich sehe Sie gar nicht. Sie sind in der Wand. Oh, schon wieder. Was haben Sie denn? Machen Sie ein Handy zwischen der Arschbacken. Der hat auch ein Handy. Auch ein Handy. Da war gerade der Handyverkäufer, der fuhr da so rum. Ja, ne? Der Lars Eriksson. Lars Eriksson. Der hat die rübergeworfen. Ich dachte, das ist Sony. Sony Eriksson? Sony Eriksson. Der berühmt-berüchtigte Sony Eriksson. Nee, das war der Sohn. Ach, das war der Sohn von Sony? Von Lars. Ach, von Lars. Lars Eriksson, der Vater, Sony Eriksson, der Sohn. So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zusehen bei Prison Architect. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr ein Daumchen da. Ein Daumchen. Ein Daumchen. Und jeder Like rettet ein Römeflö, Baby. Richtig, rettet die Römeflöß. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss.